Hey, ja, schade. Hey, wie viele? Das perfekte Licht gehabt, jetzt flackert's. Wir haben, glaube ich, jetzt 15 Messer im Haus und keine schneidet. Ja. Das ist echt. Ja, liebe Leute, es ist total schön, dass ihr alle da seid und wir wollen euch hier auch nicht mit seiner schlechten Laune schon wieder irgendwie. Ich habe keine schlechte Laune. Es gibt nämlich heute Nudeln, kleine Spaghettini, so dünn, mit Kartoffeln, allerlei Kräutern und Speck. Ja. Butter und Kürbiskernöl und Kürbiskerne. Ja, das wird eine spannende Reise. Schauen wir mal, wie er sich meistert. Gibt es noch irgendwas, was ich zu sagen habe? Oder? Also, ja, du hast ja nur rumgeschimpft, dass die Messer nicht gehen. Das kann ja nicht sein. Also, ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich war am Berg. So vor 10 Tagen. Mit dem Freund war ich auf dem Berg und dann habe ich am Berg gegessen. Und da gab es dann so Kürbiskernöl am Tisch, das gar nicht gut war. Und dann haben wir uns unterhalten über Kürbiskernöl und wir haben mit Kürbiskernöl hier in Wahrheit noch nie was gemacht. Und ich sagte, es ist ein, so Kürbiskernöl ist irgendwo so ein bisschen ein, es ist schon was sehr Gutes, aber es ist auch was sehr Dominantes, wie der Südsteirer so an sich, ja, einfach Pam. Viel, ja, wie das Südtiroler auch, ja. Und was passt dazu? Also ich tue mir immer ein bisschen schwer so mit diesem ganzen Feldsalat mit Kürbiskernöl. Ja, okay, dann schmeckst halt Kürbiskernöl, aber du schmeckst kein Feldsalat mehr. Und dann haben wir gedacht, ich mache heute mal Spaghettini, mache Kartoffeln dazu, ja, weil sie ja zum Kürbiskernöl doch passen, mache was mit Speck und gebe dem Kürbiskernöl einfach durch die Spaghetti und durch diesen Spaghetti aglio olio als Grundidee mit Knoblauch dann, mit Tropea-Zwiebel, aber dann eben aufgepimpt, ja, mit Speck und Kartoffeln. Ich habe hier schon mal die Bauchspeckschwarte rein, ja, weil die kann man als Geschmacksträger. Ich benetze die Pfanne mit Bauchspeckfett. Schneidest jetzt Kartoffeln. Ich schneide die Kartoffeln. Dass das da so schon so raucht, das ist in Ordnung. Ja. Okay. Wie raucht? Es raucht. Ja klar raucht es. Ich habe Fett in einer Pfanne. Ja, okay, gut. Der raucht's. Ja, ist ja sonst nichts drin. Muss ja dann auch nicht rauchen, oder? Ja, bei Fett und Hitze. Immer mehr. Es wird immer mehr. Ich glaube, es burnt gleich. Schau, auch drüben im Topf raucht's, weil da ja, kocht das Wasser irgendwann. Aber wegen dem Wasser. Gut, wir schneiden die Kartoffeln in wunderbare kleine Würfelchen, ebenso wahrscheinlich wie den Speck. Mhm. Die Kartoffeln sind roh. Also ich glaube, es gibt ja auch kaum ein Gericht, ja, was die ich als Italiener, meine Frau als Deutsche, die deutsch-italienische Gemeinschaft so zusammenbringt, oder? Wir kochen Spaghetti mit Kartoffeln. Nur für dich, mein Schatz. Nein. Tja. Aber ich habe das Gericht jetzt schon mal gekocht. Aber meine Frau hat es nicht probiert, weil sie war der Meinung, sie muss Pizza machen. Dann haben wir getrennt gegessen, gell? Nee. So kann man das ja nicht sagen. Der Diego und ich waren uns einig, dass wir Pizza machen. Es war auch alles fertig, aber du hast dich geweigert. Ja. Und hast gemeint, ja, ich habe das nicht wollen. Ja. Weil ich habe nicht eine Pizza wollen, wo der Teig eine halbe Stunde davor gemacht wird. Der ist über eine Stunde gegangen und es war alles toll. Ein Pizzateig muss mindestens 24 Stunden gehen. Ja, und wir waren halt spontan. Wir wollten halt spontan Pizza essen.
Die total toll, weil wir waren eh froh, dass du nicht mitgegessen hast, weil sonst hätte es für uns nicht gereicht. Von dem her werde ich mich jetzt sehr freuen, die Nudeln zu probieren. Ey, was die Leute alles mitkriegen müssen oder hier kochen. Ja, weil du so eine kleine Quasselstrippe bist. Schau den schönen Knoblauch an. Eine geile Zeit, ja. Der Frühling, wo dieser frische Knoblauch kommt, der wo gar nicht die Knoblauchzehen hast. Und da stoßt auch nichts rauf in Wahrheit. So. Wie stoßt nichts auf? Ja, so kommt es. Kommt es vom Knoblauch? Ja. Wirklich? Ja, überhaupt diese alten Knoblauche. So, Butter. Knoblauch. Normaler Alltag, schreibt die Sabrina. Genau. Ein normaler Alltag. Wo? Ja, wo halt nicht jeder das essen will, was der andere gerade macht und kocht. Und ich grantel gar nicht, er grantelt. Ach, schreibt jemand das? Ja. Hat es jemand erkannt? Ja, hört's auf zu granteln. Sie provoziert mich. Wer? Ja, du. Ich dachte, die Zwiebel. Ich finde, dass es wenig Sachen gibt, die so gut riechen wie ein Speck, der in Butter angebraten wird. Ja, und? Und ein paar Zwiebeln dazu. Vor allem ist das jetzt erst der Speck. Die Schwarten. Ja, das riecht ja jetzt auch noch nicht gut. Doch. Der Roland verwendet verschiedene Messer. Aktuell verwendet er gerade ein, keine Ahnung, Messer. So eins. Aktuell schneiden bei uns aber auch gerade keine Messer. Gut, das wird jetzt was. Komm rein in die Pfanne damit. Auf geht's, ich habe Hunger. Wir haben Hunger. Schau mal dieses Bild an. Ist das schön? Nee. Noch nicht. Fällt es dir so besser? Ja, jetzt wird's. Es wird dann, was ist das? Thymian. Thymian. Thymian, was glaube ich gut zum Kürbiskernöl. Ja, ich finde, der passt überall ganz gut. Die Monika hat gerade festgestellt, dass du so abgenommen hast. Welche Monika? Rackel. Monika, danke. Es ist schön, dass das jemand sieht. Es tut gut. Meinem Selbstbewusstsein nämlich. Der Walter sagt gut, dass am Donnerstag Schranne ist, dann kannst du die Messer wieder schleifen lassen. Echt? Ja. Gibt's da einen? Ja, den habe ich auch schon gesehen. Hast du den noch nicht gesehen? Nö. Wieso nicht? Gibt es auf der Schranne einen? Ja. Schranne ist der tut da. Auch, der Markt bei uns in Salzburg, der tut auch Scheren schleifen. Das ist einer der schönsten Märkte, überhaupt so jetzt im Frühling. Also, liebe Hamburger, liebe Berliner, fliegt nach Salzburg am Donnerstag und geht auf die Schranne. Weil das ist wirklich was ganz Besonderes. Die Jasna hat auch gesagt, dass du abgenommen hast. Habe ich wirklich abgenommen? Siehst du das auch? Ja, das ist das schwarze T-Shirt. Du bist blöd. Du bist echt. Ja doch, du musst ja abnehmen. So viel wie du in der Gegend rumrennst, wäre ja schlimm. Der René heißt übrigens, der Messerschleifer heißt René. Ehrlich? Mhm. Ja, cool. Mhm. Ja, dann bringe ich es mal hin. Mhm. So, schau. Ich tue die Spaghetti noch nicht rein, ja, weil ich
die Kartoffeln noch ein bisschen. Schau da. Schön. Kartoffeln, Zwiebeln. Und du hast extra den Speckrand drin gelassen, damit sie sich nicht vereinen, oder warum? Ja, das ist so Grenze. Ja, ja, so. Okay. Und irgendwann werde ich sie vereinen. Das ist jetzt wie so das Vorspiel, weißt du? Ja, irgendwann wird die Grenze fallen. Und irgendwann möchte ja eigentlich schon jeder das Speck zu den Kartoffeln, aber ich lasse jetzt einfach ein bisschen zappeln. Oh, jetzt riecht es gut, jetzt riecht man auch den Thymian. Mhm. So, schau, jetzt mache ich hier, schau, da hat sich schon ein Ding hat sich rübergeschlichen. Sehr gut. Jetzt mache ich aber gleich ein paar Kürbiskerne. Jetzt einfach ein bisschen Öl drüber, dann fliegen sie euch nicht alle weg, wenn ihr sie schneiden wollt. Weil so bleiben sie dann eher nochmal da. Ja. Jetzt kommt sie vor. Schau, pass auf jetzt. Jetzt vermische ich es, weil jetzt. Oh, jetzt. Aber tu das Schlapperding da bitte raus. Das sitzt nicht mehr schön da. Kann man die jetzt da raus tun? Tu das Schlapperding raus. Das. Ja. Ja, das hat jetzt so rumgeschlappert. Ja. Tu das Schlapperding raus. Weißt du, was ich meine? Nein. Schön, sehr schön. Oh, Gott sei Dank habe ich Hunger. Der ist nicht arm, der war nur Blut abnehmen, der Roland. Die haben alle dein Pflaster gerade entdeckt. Und jeder sagt, der arme Roland war beim Doktor. Er ist nur vorsorglich beim Arzt, dem geht's hervorragend. Er war selten in so einer guten Verfassung wie aktuell. Yeah. Ja, ja, man muss ja schon schauen, ganz ehrlich. Ich sage immer, ich habe Ende des Jahres habe ich mal ein Video gesehen von uns, ja, was man, wo da mal Sushi gemacht oder so. Oh, ist so unfassbar fett, ja. Da war ich wirklich brutal fett. Ich habe mir gedacht, ich habe mir gedacht, das Michelin-Männchen steht hinter der Küche. Und ich sage, nee, so kann es nicht weitergehen, gell? Na. So, das sind jetzt die klein gehackten Kürbiskerne. Jo. Schaut schon schön aus, gell? Ha? Schaut sehr schön, sehr schön, sehr ja. Schön, sehr schön, sehr schön, wunderbar. Und das ist einfach ein geiles, schnelles, einfaches Gericht. Ich tue jetzt dann gleich die Spaghetti rein. So. Wie hast du es geschafft, dass du so viel abgenommen bist? Hast? Du isst noch genauso viel, mindestens genauso viel, aber er läuft jeden Tag. Nee, weißt was? Mindestens 5 Kilometer. Und das total regelmäßig. Ich laufe täglich so zwischen 5 und 11 Kilometer. Ja. Und das Ding ist, ich esse wahrscheinlich mehr als vorher, ja, weil ich mir ja einbilde. Weil ich mir ja einbilde, dass ich ja in der Früh dann ganz viele Kalorien verballer. Also, da kannst du ja essen, ist ja eigentlich ist ja völlig bescheuert. Ja. Wenn man weniger essen würde. Dann wird es noch so richtig. Dann, aber weißt du was, das will ich gar nicht. Will ich nicht. Nein, nein, natürlich nicht. Ich falle dann so ein und das ist das alles. Das kannst du doch gar nicht wissen. Das war doch noch niemals der Fall. Doch, damals, ich war 11. Nein, so ein Blödsinn. Ich war 11. Oh nein, du wirst nicht einfallen. Ich war 11 und ich hatte 80 Kilo. Ja, und das hat nicht gut ausgeschaut. Nein, wir haben, der Sascha fragt, wo unsere Abzugshaube ist. Hier. Echt, immer wieder diese Frage, oder? Frage, oder? Ja, lustig, gell? Wir haben keine Abzugshaube. Da gibt es auch ganz ein geiles Video, ja, wie wir wirklich, wir hatten ja so einen riesen Drum, da war ein fettes Loch, ja, bis zum Dach hoch. Ja. Und die Abzugshaube, und da haben wir durchgeschaut, die war so.
Die war riesig. Die war so riesig. Ja, die war so riesig. Und ich sage immer, scheiß Abzugshaube. Und laut. Trotzdem war oben immer alles verschmiert dann mit, ja, mit Fett. Und dann kam er. Wer kam? Ozonos. Ja. Ozonos, das Luftreinigungsgerät, das in dieser Lampe drinnen ist, ja, aber auch erhältlich ohne diesen Lampen. Und seitdem haben wir hier die reinste Luft und haben Licht. Wir haben Licht, es war vorher auch recht dunkel hier. Ja, und wir, es ist nicht laut und wir müssen nicht putzen. Ja. Ja. Weil wir sind ja so Putzfaulis. Ja, aber ganz ehrlich. Wer putzt bitte gerne eine Abzugshaube? Ja, das ist auch dieses fette, klebrige Ding. Ja. Und Ozonos, nichts putzen. Ja. Nach 8000 Stunden muss man mal die Lampe auswechseln. Ja. Ah, das Wolfsbarsch-Video-Rezept müssen wir noch vom Salzteigmantel und das Rezept schreiben. Stimmt. Das haben wir auch wieder vergessen. Was haben wir vergessen? Wir haben gesagt, wir schreiben das Rezept vom Salzteig. Okay. Das wäre deine Aufgabe gewesen, finde ich. Alles, was wir vergessen, wäre eigentlich deine Aufgabe gewesen. Natürlich. Wie viel Hunger? Ja, also schon Hunger. Das sind übrigens Spaghettini. Ja. Das sind keine Spaghetti. Die sind nämlich dünner als ich normale. Ich liebe Spaghettini. So, oder? Oh ja, super. Fantastico. Reicht? Ja. Ja, weil es ja doch hier auch. Tut genug Wasser rein, ja. Und nehmt einen Topf, der groß genug ist. Ja, und schaut, dass die Spaghetti gleich vorsichtig, so schnell wie möglich einfach komplett ins Wasser gehen. Ja, keine Angst. Ja, es ist heiß, aber. Nimm halt so einen Löffel. Es tut nur die ersten 5 Jahre weh. Kochlöffel. Schäum, schäum, ist das schäum. Geil, oder? Ja, das ist super. Das macht so Appetit, oder? Ja, total. Was war das jetzt? Petersilie da hier? Ja. Aha. Und das Kürbiskernöl, das tue ich erst ganz zum Schluss rein. Also da sind das schon soll Spaghetti ja auch nicht drauf. Heißen werden, oder? Ja, es wird natürlich warm, aber ich nehme es nicht zum Anbraten hier. Ja, es ist einfach kann man ein. Das? Habe ich noch nie gemacht. Das ist ein Geschmacksträger für mich, ja, der was einfach so wie ein Pesto oder so am Ende dann dazu kommt. Mhm. Weiß ich, was ist? Wir sollen mal wieder abends live schimpft. Gehen. Warum? Damit alle schauen können. Abends live First Dates. Tun wir natürlich jetzt raus. Ich kann wirklich reinfahren mit der Ja, Fühler, ja, das finde ich ganz schlimm. Eine coole Sau. Spürst du da noch was? Bitte? Ja, wenn du schnell genug bist, dann tut das schon auch weh. Also es brennt dann schon. Das war eine Frage, warum der Schnittlauch und Petersilie bei uns so gut hält. In dem, verwerfen. Aber der wird bei uns dann auch irgendwann schlecht. Natürlich, aber in der Folie hält er besser und du kannst ihn besser schneiden. Genau. Witzig, gell? Dass man immer wieder Sachen wiederholt. Er ist kompakter, ja, deshalb so. Tust du einfach beim Schneiden leichter, wenn du diese Folie rum hast. Ja, aber er wird trotzdem irgendwann kaputt gehen. Ja, ja, nach 5 Monaten ist dann auch der raus. So, ich nehme einen Comté. Ich möchte jetzt nicht ein Parmesan, der Comté, da gibt man noch mal so ein bisschen so Cremigkeit rein. Wir putzen immer gemeinsam die Küche. Warum muss jetzt da anderer Käse als Parmesan rein? Ja, weil der Comté ist ein bisschen cremiger. Also wenn er dann warm wird und ich möchte so ein bisschen kriege ich noch ein bisschen Bindung dazu. Ist das okay, oder? Ja. Kommt Tee. Hartkäse. Kommt zum Tee. Ja. Schnittlauch natürlich im Kühlschrank lagern, außer ihr habt ihn irgendwo eingepflanzt.
So, und jetzt? Brauchst du nur Nudelwasser? Eh nicht, oder? Kannst du es ganz abseihen? Na, ein bisschen Nudelwasser tue ich immer drauf. Gut, also Spaghettini mit wunderbaren... Weißt du, was ich heute noch mache? Ich gehe heute irgendwo hin und kaufe 30 Kellen, dass mal eine vielleicht hier ist. Sind leider immer unten. Ha? Sind leider immer unten. Da kriegst du keine einzige Kelle. Nicht. So, ein bisschen vom Nudelwasser rein und schau diese schöne Bindung, die du einmal durch die Kartoffeln hast und einmal durch die Butter natürlich und einmal durch die Stärke der Nudeln. Zum 70. Geburtstag können wir leider nicht kochen, oder Roland, weil im Moment bist einfach irgendwie nur noch weg. Zum 70. Da koche ich in 20 Jahren zu meinem 70. Geburtstag. Genau, du kannst dir einfach eine Tasse nehmen zum darüber schöpfen. Ja. Man muss sich einfach nur zu helfen. Genau, lassen. Oder es ist halt einfach mal eine Kelle hier oben. Pfeffer? Pfeffer, wichtig. Pfeffer zu den Kürbiskernen, den Zwiebeln, dem Knoblauch, dem Kartoffeln, dem Speck. Jetzt noch Salz. Aber siehst du das, wie das schön ist? Ja, sehr schön. Ha? Alles wunderschön. Ja, das taugt mir. Ja, wenn du glücklich bist, dann sind alle glücklich. Ein schönes, richtig schöne. Lecker. So, ich passiere. Genau, jetzt. Zeit wird es zum Reiten gehen. Jetzt erkennt mich jemand. Gut, abpassieren die Nudeln. Immer so abpassieren, dass eventuell noch ein bisschen Wasser verwenden könnt. Falls noch was fehlt. Innen rein. Oh, da haben wir jetzt aber eine schöne Portion. Schnittlauch und Petersilie. Ich habe so Hunger, kann ich ja gar niemandem sagen, wie viel Hunger ich habe. Aber ein perfektes Timing, Schatzi. Mhm. Weil jetzt passt es perfekt, das Hunger. Ja, ist praktisch, gell? Ja. Wäre blöd, wenn ich jetzt keinen Hunger hätte. Ich glaube, es wird schon irgendjemand kommen. So. Jetzt. Nicht, dass wir es vergessen, ja. Gescheit reden die ganze Zeit über Kürbiskerne drehen. Und dann vergessen. Schon wirklich gescheite. Liebe Grüße aus dem Emsland. Wo ist denn bitte das Emsland eigentlich? Weißt du das? Na. Jetzt nicht direkt. Renate, viel Spaß bei deiner Masterarbeit. Das wird sicher toll, wenn du zwischendurch ein bisschen uns zuschaust. Aber schau, wie das schön ist. Also da bin ich sicher, das ist wieder so ein Gericht, was Leute nachkochen. Besorgt euch ihr Kürbiskernöl, ich habe nichts damit zu tun, ja. Also trotzdem liebe Grüße an die Steiermark, wo ja das Beste, glaube ich, sagen sie, herkommt. Und es hat seine Berechtigung, wenn man es richtig einsetzt. Und ich glaube, dass es so richtig gut eingesetzt ist. Sehr gut eingesetzt. So, schöne Schlonzige. Schön. Emsland ist in Niedersachsen. Das ist super. Haben wir einmal was gelernt. Ostsee führt. Boah, ist das schön. Guten Appetit. Ihr habt Hunger. Wann ich mal wieder Yoga mache, ich mache jetzt mal wieder Yoga. Vielleicht machen wir mal wir müssen jetzt Yoga. Essen. Wir müssen jetzt essen. Essen, essen. Es ist schön, dass ihr uns so zahlreich begleitet habt bei diesem tollen Gericht. Und bis bald. Ja. Tschüss.